Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Randomize. Und wie im letzten Part schon angesagt, ja, nicht Pokédex. Pokémon habe ich ein wenig nachgelevelt. Alle Pokémon jetzt auf Level 13. Viel getan hat sich eigentlich nicht. Und da alle nachgelevelt haben, kann ich ja ohne Probleme Bellatrix nach vorne setzen. Ist einfach der geilste Opener, den wir haben. Was? Du willst gegen uns antreten? Na, dann hol dir deine Trachtprügel. Oder eine, nicht deine. Egal. Oh, man sollte sich alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Was willst du bei einer Randomizer auch erwarten? Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Tue ich es? Ja, tue ich. Eine Herausforderung von Rich Girl Cristiano. Rich Girl, ich werde... Egal. Carpador! Carpador? Nein. Ich probiere es jetzt erst gar nicht aus. Noch dazu, wir hatten selber einmal einen Carpador. Nee. Erst gar nicht dran denken. Durchbruch. Was kann man bei einem Carpador schon durchbrechen? Nö. Hat doch eh kein Rückgrat. 46 Erfahrungspunkte ist so gut wie gar nichts. Egal. Ja, und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in einer Sackgasse. Cleo gewinnt 220. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devin zu stehlen. Wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Devin-Waren erhalten. Cleo packt Devin-Waren in die Basis-Item-Tasche. Pecco, ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Breck. Und du bist? Ach, du bist also Cleo. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pecco, wir sollen uns auf den Heimweg machen. Jo, dann nix wie hinterher, das Paket haben wir ja. Außer ein Zubat könnte man hier auch in Samurzel fangen, okay. Ja, wir haben an sich schon genug trainiert. Ist also jetzt nicht mehr wirklich nötig. Obwohl doch, ein bisschen Training haben wir jetzt noch vor der Nase, das auf jeden Fall. Und zwar mit... Habe ich gerade so entschlossen. Kann eigentlich jetzt einen Zerschneider erlernen, das habe ich gar nicht ausprobiert. Stück, denn waren Amarena wäre Zerschneider. Wurde aktiviert, der Zerschneider. Einen Pokémon beibringen, ja. Hey, schön. Mit Denise haben wir ein Pokémon, welches Zerschneider lernen kann. Denise versucht, Zerschneider zu erlernen. Denise kann maximal 4 Attacken lernen. Soll eine Attacke zugunsten Zerschneider vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Ja, Vergeltung hat es gelernt. Ob es jetzt wirklich Sinn hat, das ist eine andere Sache. Folterknecht möchte ich gern verlernen. Und schwupp, Denise hat Folterknecht vergessen und erlernt Zerschneider. Ja, dort ist ja unser Jens da. Nur in klein. Karl. Ampelleuchte, das müsste Rabautz eigentlich den Rest geben. Dann macht Rabautz Bautz. Nicht? Wow, nicht sehr effektiv. Aber trotzdem 50%. Nein. Nein. Das reicht.
Das reicht aber aus. Danke. Ampelleuchte. Weg damit. Ernsthaft? Wozu trainiert man? Karl, 78 Erfahrungspunkte. Ja, jetzt sind sie ein bisschen overlevelt, aber etwas bessere Chancen. Bellatrix, hier ein Star, wen packe ich nach vorne? Max! Pokémon. Denis. Zerschneider. Und Stickatz. Da gammelt ein Item rum. Dürfen Max und Denis machen, unsere fliegenden Pokémon. Damit du es nur weißt, ich bin noch nie von irgendjemandem irgendwo in irgendwas geschlagen worden. Schau dir das hinreißende Fell meiner Pokémon an und du wirst dich vor Bewunderung kampflos ergeben. Also mit kampflos ist nicht viel, definitiv nicht. Chef Leo und Elite vor Mia möchten kämpfen. Marquita wird von Chef Leo in den Kampf geschickt. Hopsprawls wird von Elite vor Mia in den Kampf geschickt. Also Elite vor hört sich eigentlich böse an und dafür dann ein Hopsprawls. Ernsthaft? Okay. Und dann die Konfusion auf Marquita. Und der Pulver-Schneeballs-Eis ist hauptsächlich für Hopsprawls. Das ist sehr effektiv. Oh. Marquita wurde besiegt. Max L73, Denis L73. Die ersten Erfahrungspunkte on-screen für Denis. Esso wird von Leo in den Kampf geschickt. Esso. Pulver-Schnee. Ja, bei Hopsprawls macht es auf jeden Fall Eindruck. Der Plan ging auf. Max L63, Denis ebenso. Pichu! Pichu gefällt mir jetzt nicht. Schweifglanz, Felsgrab. Konfusion ist nur Single Target. Felsgrab. Auch Single Target. Ist mir egal, geht auf Pichu. Pulverschnee wieder wird es nicht bringen. Vergeltung auch nicht unbedingt und nein, ich wechsle Denis aus. Wenn jetzt ein Psycho-Step kommt, das mag mir nicht gefallen. Denis, komm zurück, los, Bellatrix! Felsgrow! Was sagt Pichu denn dazu? Nicht mehr viel. Pichu wurde besiegt, Max L24, Denis ebenso. Turmkick. Ja, das tut Bella gar nichts. Dann können wir jetzt nochmal mit Geheimpower arbeiten. Und Mobile Heap. Da kann Esso nicht viel machen. Und Geheimpower macht den Rest. Max L24. Denis 24. Bellatrix 24. Chef Leo und Elite von mir sind besiegt. Du Güte gut. Das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Oh, sag nicht, dass... Oh, sag, dass das nicht wahr ist. Cleo gewinnt 3200. What the... Naja, ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Was gibt's denn da Schönes? Riesenperle. Noch mehr Kohle. Wieder Doppelkampf, das geht aber auch so. Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Bring es mir bei, los. Zeig es mir. Lady Stacy und Cop Bob. Cop Bob,
Hört sich auch nicht schlecht an. Schaloko und Digida von Goppelbob. Max und Denise, legt los. Okay, wie arbeiten wir dagegen? Konfusion müsste sich gegen Dicta eigentlich bewähren. Und Pulverschnee. Ja, ist in Ordnung der Schaden. Dicta Hyperstrahl auf Level 9. Hatte Dicta nicht irgendein. Also Hyperstrahl nicht so 120 oder sowas? Nein, 150. Oder sogar 200. Wegen der Aufladung bzw. ab. Ja, wie heißt das? Abklingzeit, nenne ich es einfach mal. Egal, Schaloko jetzt nur noch vor der Nase. Das können Denise und Max eigentlich auch irgendwo alleine machen. Felsgrab. Und Zerschneider. Felsgrab hat gereicht für Schaloko. Max, Denise, Lady Stacy und Cobblepot sind besiegt. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst, daher habe ich verloren. Ja, Bob. Du bist mir auch so überlegen. Cleo gewinnt 324. Weiter im Text. Nächstes Randomized Item. Zerschneider einsetzen. Möchtest du ihn einsetzen? Ja, Denise, setzt Zerschneider ein. Sanabären pflücken, ja. Denise zerschneidet also gerne Büsche in ihrer Freizeit. Sollte vielleicht Gärtnerin werden, dieses kleine Zubat. Möchtest du Sanabären pflücken? Ja. Das sind ja noch mehr Bären für uns. Und da unten links haben wir noch einen Trainer, den wir nicht besiegt hatten im letzten Part. Marronbären. Weich und lehmig. Nochmal Marronbeeren, ja. Und wieder weich und lehmig. Dazu könnt ihr euch jetzt denken, was ihr wollt. Cleo hat Lavakeks gefunden. Packt Lavakeks in die Itemtasche. Okay, warum auch nicht? Wer hatte denn jetzt noch nicht das Vergnügen? Jans Star hatte noch nicht das Vergnügen, gegen irgendjemanden zu kämpfen. Meine Pokémon sind die Kings, überzeug dich selbst. Cool, eine Herausforderung von Cool Trainer Leo. Pupanze wird von Cool Trainer Leo in den Kampf geschickt. Geistboden, glaube ich, Aero kommen wir bei Millians Kampfattacken nicht allzu weit. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit, oder? Ich probiere es einfach. Naja, Verfolgung ohne selber auszuwechseln bringt's nicht. Flammenkörper. Verbrennt Pupanze. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich habe eine Katze auf der Schulter sitzen, die schnurrt mir gerade ins Ohr. Also der Fegekick trifft doch. Vergeltung. Wir werden sowieso als von Pupanz zuerst getroffen und dann ist Vergeltung stärker. Ja, besonders wenn die Init singt. Also hat es noch keinen Geisttyp, sondern nur die Weiterentwicklung, oder? Lepumentas. Keine Ahnung. Wer fahren's? Vielleicht. Aua, ein Kratzer. Ich brauche dringend einen Verband. Cleo wins. 144. Ja, ja. Wie gesagt, das haben wir durch. Metaross City. Oh, und? Wie sieht es aus? Die Devon waren? Hast du es geschafft? Boah, du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Damit haben wir schon mal zwei. Cleo packt Superball in die Balltasche. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Ach nein, wir haben nur einen. Wir hatten eins für Jan benutzt.
Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Graffiti City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn das den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Ich kann nicht auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein. Würdest du mich bitte einen Moment entschuldigen? Warte keine Antwort ab. Der nimmt es einfach gegeben hin. Unser Präsident würde kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Ja, das ist eine super Ablenkung, ist klar. Bitte hier entlang. Ja, das mit dem Paket hat er vergessen. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss mit dir etwas besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist außergewöhnlich. Dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte, nicht noch einer. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffitport City bringen willst. Könntest du auf den Weg nicht auch in Forsthafen halt machen und treu in Forsthafen einen Brief von mir überbringen? Brief erhalten. Cleopatra-Brief in die Basis-Itemtasche. Mr. Trum, nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Cleo erhält den Pokenav. Narf. Dieses Gerät ist ein Pokémon-Navigator. Ach so, nicht Narf. Sondern Navi. Oder kurz ein Pokenarf. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf der Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, welche Routen schon gelockt sind. Ah nein, wo die Orte Fausthafen und Graffiport City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle, Team Aqua und Team Magma, heißen sie glaube ich, überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Und der will nichts dafür haben. Nun Cleo, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Ja gut, komm. Gehen wir einfach weiter, Fausthafen, da gibt's nebenbei noch die nächste Arena. Irgendeiner von denen konnte auch Pokémon wiederbeleben. Also nicht wiederbeleben, sondern konnte man Fossilien wieder zum Leben erwecken. Ich habe ein neues Zubehör für den Pokénuff entwickelt. Es funktioniert großartig. Zeigst du mir mal deinen Pokénuff, Cleo? Den du von unserem Präsidenten bekommen hast? Hier, bitteschön, Cleo. Ich habe deinen Pokémon-Nav mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein, dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten drum eintragen, Cleo. Probier es mal aus und ruf unseren Präsidenten an. Ja, da haben wir jetzt auch keine andere Wahl. Trainerruf. Devon President Mr. Trum. Anrufen. Oh, Cleo? Da du mich erreicht hast, scheint der Pokénuff zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, gut, du machst ein glückliches Gesicht. Ne? Woher ich das weiß? Na, weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Ah, du schaust zu mich auf, das ist schön. Bis bald, mach's gut. Ja, ja, Wortspiele über Wortspiele. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Cleo. Immer diese Wortspiele, geht doch mal gar nicht. Unsere Pokémon sind eh wieder alle geheilt. Was willst du denn? Oh, hey Cleo, dein Pokénuff besitzt die Trainerruffunktion? Boah, cool. Wir tragen uns gegenseitig ein, dann können wir jederzeit miteinander reden. Briggs wurde im Pokénuff-Verzeichnis eingetragen. Ich habe Mr. Bragg im Blütenburgwald gesehen. Ich wette, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Wie sieht es mit deinem Pokédex aus? Meiner ist eine Wucht. Zeig mir, wie gut geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Ach komm, wir wurden eh von Mr. Trum geheilt. Ich weiß, du bist gerade erst ein Trainer geworden, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, und den ersten Kampf hast du doch auch verloren.
Was willst du schon, Rosalie, machen, ne? Flurmel. Also vor Flurmel habe ich jetzt nicht so viel Angst. Besonders nicht, da war Jans da als Liedhaben. Pflegekick. Er ist sogar schneller, also hat Vergeltung nicht viel gebracht. Das ist sehr effektiv. Wow. Flurmel wurde besiegt. Jans da erhält Erfahrungspunkte. Parasek. Pokémon wechseln. Ja. Zu wem? Psycho hilft, glaube ich, nicht viel. Oh, Bellatrix. Dann kämpfen die Starter wieder gegeneinander. Bellatrix vs. Parasect. Nur, dass er kein Arenaleiter ist und selbst wenn, dann wären wir nicht am Level Cap. Also es gibt kein Level Cap, wir haben ja keine entsprechende Regel eingeführt, aber trotzdem. Parasect schreckt zurück. Schlitzer! Rums. Reicht aber nicht. Bodycheck. Wow. Ja, ein Critical Bodycheck würde Bellatrix auseinandernehmen. Aber nee, 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 nee. Critical Schlitzer tut es auch. Gut gemacht, Bella. Bellatrix erhält 411 Erfahrungspunkte. Spieler besiegt Entrepreneur Crystal. Aha. Hm, du bist sehr gut. Cleo gewinnt 900 Pokédollar. Kennst du eigentlich Mr. Break? Den Typ, den ich getroffen habe? Du bist gerade erst hierher gezogen. Daher weißt du das vielleicht noch nicht. Aber Mr. Break war mal Seefahrer. War er das? Na, schön zu wissen. Hier ist noch schnell einkaufen. Willkommen, kann ich dir helfen? Kaufen. Pokébälle, wie viele haben wir denn noch? 3. Füllen wir wieder auf 12. Bitte sehr, vielen Dank. Gebe ich dir noch einen Primärball? Schön. Wie viele Tränke haben wir? 9. Füllen wir nochmal mit 3 auf. Bitte sehr und vielen Dank. Super Trank. Wie viele möchtest du? Nehmen wir jetzt erstmal pauschal 6 mit. Das ist teuer genug, dann haben wir noch ein bisschen Reserve. Bitte sehr, vielen Dank. Bitte komm bald wieder. So, und jetzt gehen wir nochmal im Pokémon Center unsere Pokémon heilen. Und dann wird der Part auch für heute beendet. Wir haben nicht viel geschafft, ich weiß. Aber wir haben gute Vorbereitungen gemacht, sind storytechnisch ein Stück weitergekommen. Und im nächsten Part geht es dann nach Fausthafen, wo es, wie ich schon sagte, eine neue Arena gibt. Und nicht nur das, da haben wir auch die Aufgabe, einen Brief abzuliefern. Und genau das werden wir auch tun. Im nächsten Part. Ob wir zur Arena dann noch kommen, weiß ich nicht, aber den Brief bringen wir definitiv weg. Eventuell gibt es noch das ein oder andere Routen-Pokémon. Ihr werdet sehen, lasst euch überraschen und seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smart Randomized Nuzlocke Challenge. Bis dann, ciao!